Heute soll es noch meine Neuzugänge vom Juni geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir wie immer mit den Büchern, die ihr bereits schon mal gesehen habt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch andere Bücher inzwischen schon gesehen habt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, aber ich nehme jetzt erstmal die, die ihr auf jeden Fall schon mal gesehen habt. Und zwar fangen wir an mit diesen beiden Schätzchen hier, Rock My Body und Rock My Soul von Jamie Shaw. Das ist der zweite und dritte Teil der The Last Ones to Know Reihe. Oder im Englischen auch Mayhem-Reihe genannt. Ich finde das Englische besser. Es ist kürzer, knackiger, kann man sich besser merken. Und ja, die beiden Bücher habe ich auch schon gelesen und euch schon vorgestellt. Ich fand sie ganz, ganz toll. Gerade den dritten. Der zweite war nicht so ganz so mein Fall. Und ja, ich liebe diese Reihe und ich freue mich jetzt auf den vierten Teil, wenn der kommt und die Reihe dann damit beendet ist. Woohoo! Ja, I love it. Was auch noch bei mir im Juni eingezogen ist, ist Stormheart, die Rebellin von Cora Carmack. Cora Carmack hat ja bisher eigentlich immer nur so New Adult Bücher geschrieben. Das ist ihre erste Jugendbuchreihe und ich muss sagen, ich finde sie ganz, ganz toll. Ich fand den Auftakt dieser Reihe richtig gut. Dieser Fantasy-Ansatz hier in diesem Buch ist ganz, ganz toll. Das mit diesen Stürmen und diesen Sturmherzen und dieser Magie, die es in dieser Welt gibt, fand ich ultra gut und ultra genial. Und ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal nach einer richtig guten High-Fantasy-Geschichte sucht. Ja, schaut euch Stormheart auf jeden Fall an. Das ist ganz, ganz toll geschrieben. Es ist eine richtig gute Story. Die Protagonistin fand ich toll. Auf den ersten 20 Seiten hatte ich so meine Probleme mit ihr, aber das ging dann ganz schnell wieder und ja, I like. Dann noch im Juni bei mir eingezogen ist Dare to Love Nummer 9 von Carly Phillips. Warum sind hier mal Gesichter auf dem Cover, Mensch? Ich muss das mal zuhalten, weil sonst meine Kamera wieder falsch fokussiert. So, also Dare to Love... Dare to Love 9 ist noch bei mir eingezogen und das ist der letzte Teil der Dare to Love Reihe gewesen und ich mochte den Abschluss dieser Reihe. Ich fand, es war zwar jetzt nicht eins von den richtig guten Büchern aus der Reihe, aber es war wieder eine richtig schöne, süße, niedliche Geschichte und ich mag die Reihe einfach total und ich freue mich, wenn ich die irgendwann nochmal lesen kann. Und ja, in diesem Buch hier ging es um Ella und Tyler und Tyler ist einer von den Dares und Ella ist die beste Freundin auch von einer Dare und die beiden kennen sich schon ziemlich lang und ja, was dann so mit den beiden passiert, das müsst ihr dann lesen und ich mag es total. Also diese ganze Reihe mag ich total. So, das waren die Bücher, die ihr jetzt zum heutigen Stand schon mal gesehen haben müsstet. Ansonsten ist noch bei mir eingezogen Addicted to Sin, Du gehörst mir von Monica James. Das habe ich mir von einer Arbeitskollegin ausgeborgt. Sie hat gemeint, ich muss dieses Buch unbedingt lesen. Es ist so unglaublich gut. Ich habe es bisher noch nicht gelesen. Ich werde es aber demnächst lesen, einfach auch, dass sie ihr Buch wieder kriegt. Ne? Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Hier geht es um einen Psychiater und der hängt dann irgendwie zwischen zwei Frauen. Und eigentlich sind solche Dreiecksachen ja nicht meine Geschichte. Aber ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass dieses Buch gut sein soll. Deswegen schaue ich es mir auf jeden Fall mal an. Und ja, ich bin gespannt, was Addicted to Sin für mich bereithält. Da kommt der zweite Teil jetzt im August, glaube ich, raus. Oder jetzt im Juli? August? Irgendwie sowas. Also auch jetzt nicht mehr lange. Dann habe ich mir mal noch ein Buch gekauft, um mal wieder eine Reihe zu vervollständigen. Und zwar ist dieses Buch bei mir eingezogen, Das Vermächtnis des Flammenmädchens von Samantha Young. Das ist der letzte Teil dieser Reihe. Es ist nicht sehr dick. Ich denke mal, ich werde es auch sehr, sehr schnell gelesen haben. Und ich bin gespannt, wie das mit Ari und Jay jetzt am Ende ausgeht. Und wie sich das Ganze mit den Djinns jetzt noch entwickelt und was mit dem Siegel des Salomon ist. Und ja, ich freue mich darauf, diese Reihe jetzt auch zu beenden, denn dann habe ich wieder eine weniger auf meinem Zettel. Woo! Dann ist noch ein Buch bei mir eingezogen, was der vorletzte Teil einer Reihe ist. Und zwar Goldener Käfig von Victoria Aviard. Das ist der dritte Teil von Die Farben des Blutes. Und dieses Buch ist einfach so unglaublich dick. Ich habe gedacht, wo das hier kam, alter Schwede, die werden echt immer dicker, diese Bücher. Und ja, ich freue mich schon drauf, dieses Buch jetzt zu lesen. Ich habe es netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe extra jetzt nochmal im Internet geschaut, auf der Verlagsseite auch. Und es ist definitiv eine Tetralogie. Das heißt, es wird ein vierter Teil noch erscheinen. Das heißt, diese Reihe ist mit diesem Buch noch nicht abgeschlossen, so wie ich es auch ursprünglich dachte. Ich dachte, es wäre eine Trilogie, ist es aber nicht. Naja. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, was im dritten Teil passiert und wie das Ganze dann am Ende ausgeht und ja, wie dann das Ganze im vierten Teil dann halt ist, zu Ende.
geht. Und ich freue mich jetzt, dieses Buch auch zu lesen. Ich habe mir hier schon Markerchen geklebt. Es gibt Bücher, da klebe ich mir immer Marker einfach, dass ich jeden Tag ein bisschen lesen kann, dass ich mir die Geschichte auch ein bisschen einteile. Und ja, nachdem der zweite Teil so anstrengend für mich war, dachte ich, ich markiere mir Stellen, dass ich jeden Tag wenigstens ein bisschen was lese. Und ja, vielleicht haut mich das Buch auch wieder richtig um und ich lese es in 2 Tagen durch. Mal gucken. Aber das ist für mich erstmal so die Motivation, dass ich definitiv jeden Tag ein bisschen lesen werde. Ich freue mich schon auf den dritten Teil und ich bin gespannt, was hier passiert, weil ja gerade das Ende vom zweiten Teil sehr uiuiuiuiuiuiui war. Deswegen schauen wir mal und ich hoffe, dass Mare sich hier wieder in eine Richtung entwickelt, die sie etwas sympathischer wirken lässt und nicht mehr ganz so... naja, zickig. Verdammt, jetzt ist mir gerade mitten im Reden der Akku ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, wo ich war. Ich hatte, glaube ich, gerade gesagt, dass ich hoffe, dass Mare im dritten Teil wieder eine Entwicklung in eine andere Richtung durchmacht, dass sie wieder so eher wird wie am Anfang und nicht so zickig und großschnäuzig und ich bin die Beste, ich bin die Tollste, ich kann alles und du bist nichts. Und ja, das hat mich im zweiten Teil schon sehr genervt. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt im dritten wieder besser wird. Und ich freue mich schon sehr drauf, dieses Buch jetzt zu lesen. Ich werde heute noch damit starten. Und ja, werde euch dann schnellstmöglich natürlich auch berichten. Dann habe ich mir noch ein Buch gekauft, wo sie viele vielleicht fragen werden, warum kauft sie sich das, wenn sie den ersten Teil nicht hat. Aber ich habe The Perfect als preisreduziertes Mängelexemplar bekommen für den halben Preis. Und du bekommst den zweiten Teil nirgendwo so günstig und da ich eh diese Reihe noch lesen möchte, habe ich mir gedacht, nimm den zweiten Teil jetzt erstmal mit, den ersten kriegst du immer noch irgendwo günstig her, aber der zweite, den werde ich nie wieder für den Preis bekommen. Ne? Ich habe jetzt nur 8 Euro bezahlt, also von daher musste ich dieses Buch mitnehmen, den ersten gab es leider nicht als Mängelexemplar, aber ich habe mir gedacht, so what the fuck haben die getan? Die haben dieses Buch kaputt gemacht, damit es als Mängelexemplar ist, aber warum müssen die es denn bitte so zerstören? Also es hätte doch dieser Stempel und ein Kulistrich gereicht, aber nein. Seht ihr das? Warte, fokussiere mal, Kamera. Fokussiere, hier das. Seht ihr das? Hier, voll so ein Pumm reingemacht. Das ist Buchmissbrauch, ist das. Das tut mir weh. Naja, wenn das Buch im Regal steht, sieht man das ja nicht. Dann ist es ja so drin, dann ist es noch ganz. Aber ich habe mir gedacht, so, warum machen die das so kaputt? Das hätte dir doch einfach nur ein Strich gereicht. Aber hier haben die richtig mit irgend so einem Ding so zack einmal drüber geschreddert. Alter Falter. Naja, lass mir das, dass ich mich darüber aufrege. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch echt günstig geschossen und ich freue mich schon drauf, diese Reihe dann irgendwann nochmal mitzulesen. Jetzt muss ich halt nur mal gucken, dass ich den ersten Teil irgendwie günstig kriege. Und ja, ne, man findet irgendwie mal Ausreden, Bücher zu kaufen. Es ist so günstig werde ich es nie wieder bekommen. Deswegen muss ich es kaufen, auch wenn ich den ersten Teil noch nicht habe. Tata! So ist das. Naja, lassen wir das Thema. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video. Und auch dieses Buch habe ich sehr, sehr günstig gekauft. Und das lag jetzt bei uns im Hugendubel. Und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich musste es mitnehmen für das Geld. Und zwar ist das Zirkel von Sarah B. Elfgreen und Mats Strandberg. Was auch immer. Dieses Buch ging ja vor ein paar Jahren richtig rum. Und es wurde damals ziemlich gehypt. Und ich bin gespannt auf dieses Buch. Hier geht es um einen Hexenzirkel und 6 Mädchen. Und das ist der erste Teil und das ist auch ein riesiger Klopper. Und dieses Buch, wie ihr seht, hat mich jetzt 5,99 Euro gekostet und es ist noch eingeschweißt. Deswegen musste ich es mitnehmen. Diese Reihe steht schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahren auf meinem Wunschzettel. Und jetzt habe ich wenigstens den ersten Teil und kann mal reinlesen und kann mal gucken, ob es was für mich ist. Und ja, habe mir dieses Buch auch noch gekauft. Ich freue mich immer, wenn ich Bücher kaufe. Da geht es mir immer gut. Sagt das irgendwas über mich aus? Ich denke schon. Naja, so ist das halt. Ja, das waren meine Neuzugänge vom Juni. Was macht der Hund denn da hinten schon wieder? Ihm ist langweilig. Es wird Zeit aufzuhören. Ich muss jetzt ihn da erstmal beschäftigen. Der dreht hier schon wieder am Rad. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bibi, möchtest du auch Tschüss sagen? Möchtest du was sagen? Komm mal her, Schatz. Komm mal her. Komm mal hier. Na, komm mal hier. Na, komm mal hier. Okay, er geht lieber wieder. So ist das. Naja, bis dann. Bye, bye.